Bund und Länder haben Montagnachmittag über die aktuelle Corona-Situation beraten und unter anderem ein Ende der Quarantäne für Infizierte diskutiert. Im Zuge des Gipfels, ja, da kam es schon zu heftigen Diskussionen zwischen den SPÖ-Landeschefs, die sich ja gegen ein Quarantäne-Aus aussprechen, und der Regierung bzw. der ÖVP-Länderchefs. Der Gesundheitsminister Johannes Rauch dürfte die Entscheidung, ab dem 1. August die Quarantäne Regelung fallen zu lassen, durchgepeitscht haben. Die roten Landeshauptleute tobten. Ludwig gab am Montag nach dem Gipfel ein erstes Statement ab und stellte die Ergebnisse vor. Er beginnt mit dem Thema Corona-Medikamente und zieht Bilanz. 17.000 Personen wurden mit Medikamenten bereits betreut, so der Wiener Bürgermeister. Das sei eine spürbare Besserung der Lage. Die Regierung habe weiters einen Variantenmanagementplan vorgelegt und dabei vorgestellt, wie man das Management organisiert, wenn neue Varianten auftauchen. Ja, und Ludwig nimmt natürlich auch Stellung zum Regierungsvorschlag der Absonderung neu des Quarantäne aus. Die Quarantäne, wie wir sie bis jetzt kennen, die ist nun abgeschafft worden. Den Vorstoß zum Quarantäne aus sei aber der Schritt in die falsche Richtung, so der Wiener Bürgermeister.